wirklich sehr, dass wir heute zu der Ausstellungseröffnung so viele Gäste hier begrüßen können und begeistern können, mit uns gemeinsam diese neue Jahresausstellung zu eröffnen. Es ist mir eine ganz besondere Freude in diesem Moment, dass es auch unser Nachbar ist, unser unmittelbarer Nachbar, das Potsdam Museum, das diese Kunstausstellung gestaltet hat. Mit dieser Ausstellung setzen wir eine bewährte Kooperation fort. Das Potsdam Museum trägt ja das eigene Selbstverständnis schon im Namen: Forum für Kunst und Geschichte. Und genau so wird das Museum auch wahrgenommen, als lebendiger Ort, als zentraler kultureller Ort in der Landeshauptstadt. 270.000 Objekte besitzt das Potsdamer Museum. Das ist eine der bedeutendsten Kunst-, Kultur- und regionalgeschichtlichen Sammlungen unseres Landes. Diese Bildsprache zur modernen Architektur unseres Hauses passt. Erzählte Geschichten lautet der Titel der Ausstellung. Bilder sind ja immer nur Momentaufnahmen. Da ist die Zeit ausgeblendet, während Geschichten in der Zeit erzählt werden. Wenn die Bilder aber wie hier in dieser Ausstellung in Serien präsentiert werden und kleine Veränderungen von Blatt zu Blatt verfolgt werden können, dann erzählen die Grafikserien aus den Jahren 1970 bis 2000 tatsächlich Geschichten. So öffnet Kunst im Landtag immer wieder neue Wege zu Landschaften und Wirklichkeit, die wir sonst wahrscheinlich gar nicht kennenlernen würden. Kunst ist einfach ein wichtiger und bereichernder Teil unserer Zivilgesellschaft. Ja, Kunst erweitert den Horizont und ermöglicht das Denken außerhalb der Räume. Darüber hinaus haben wir mit der Veranstaltung Text und Tanz im letzten Jahr eine Kooperation mit dem Brandenburgischen Schriftstellerverband und der Fabrik Potsdam einen sehr erfolgreichen Versuch gestartet, Literatur und Tanz im Landtag zu präsentieren. Weitere Veranstaltungen sind geplant. Kunst im Landtag ist präsent. Wir freuen uns also, dass wir für einige Monate mit den schönen Arbeiten hier leben dürfen und dass wir wahrscheinlich in der täglichen Begegnung immer mehr der einzelnen Nuancen erkennen und sie auch ganz anders wahrnehmen. Ich freue mich auf den Dialog zwischen den Werken und ihren Betrachtern und möchte ganz herzlich Dankeschön sagen Ihnen, Frau Dr. Götzmann, und Ihnen, Frau Dr. Habemann, und den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Potsdam Museums dafür, dass Sie erzählten Geschichten im Landtag Platz und Raum gegeben haben, dass wir die hier erleben können. Ich wünsche der Ausstellung viel Erfolg und uns gemeinsam eine schöne Stunde, positive Resonanz, und möchte jetzt gerne an meine nachfolgende Rednerin übergeben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Brandenburgische Landtag fördert das kulturelle Leben in Brandenburg. Neben seinem Engagement auf legislativem Wege auch seit seinem Einzug in das neue Parlamentsgebäude mit jährlichen Ausstellungen zur zeitgenössischen Kunst. Die Kunstwerke sollen der parlamentarischen Arbeit schöpferische Impulse verleihen, die Ästhetik und Aufenthaltsqualität des Ortes veredeln und die breite Öffentlichkeit, die tagtäglich diesen Ort besucht, zum Verweilen und zum Diskurs einladen. Damit halten die Ausstellungen im hiesigen Parlamentsbau das Fenster zur aktuellen Kunstszene offen. Es freut mich ganz besonders, dass das Potsdam Museum Forum für Kunst und Geschichte als Museum der brandenburgischen Landeshauptstadt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Landtag heute das offizielle Privileg für die Bespielung des Gebäudes 2017 erhält. Ich möchte Ihnen, Frau Stark, den Parlamentariern, vor allem aber Frau Rüppel, die die Ausstellungsplanung von der ersten Minute unterstützt und ganz wunderbar begleitet hat, für die Möglichkeit danken, unser Haus und unsere Sammlung in zwei aufeinanderfolgenden Ausstellungen präsentieren zu können. Wir beginnen mit erzählten Geschichten, Grafikserien aus den Jahren 1970 bis 2000 und werden anschließend im Juli mit Manfred Hamm ein Panorama unserer Fotosammlung im Spektrum von Architektur und Landschaft. Zahlreiche Mitarbeiter unseres Hauses, und ich freue mich, viele sind heute anwesend, haben das Team kräftig unterstützt. Auch hierfür meinen herzlichsten Dank. Ich freue mich über die Anwesenheit zahlreicher Künstlerinnen und Künstler
Etliche habe ich vorhin gesehen, ich kann sie wahrscheinlich nicht vollständig nennen, aber Barbara Rietsch möchte ich noch mal persönlich erwähnen, Christiane Heinze, Alfred Schmidt, Frank Gotzmann ist heute anwesend, also zahlreiche Künstlerinnen und Künstler, Peter Panzner sehe ich in der hinteren Reihe. Ja, ich freue mich sehr, dass auch Sie heute zur Eröffnung gekommen sind und ja, hier mit Ihren Arbeiten vertreten sind. Ich wünsche den Abgeordneten, den Gästen, ja, allen Besuchern heute einen wunderbaren Kunstgenuss und einen schönen Nachmittag im Landtag. Ganz herzlichen Dank. Bleibt es mir nochmal ein herzliches Dankeschön zu sagen an Frau Dr. Götzmann und Frau Dr. Habemann dafür, dass sie uns das ermöglichen, dass wir diese Ausstellung hier genießen können. Und mir bleibt es auch zu sagen, die Ausstellung ist eröffnet und ich lade Sie herzlich ein, auf ein Gläschen und einen kleinen Imbiss vielleicht noch ein wenig zu verweilen und uns gemeinsam die Werke anzuschauen. Also vielen Dank an die beiden Damen. Dankeschön, ja. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, so, das ist soweit.